Hallo und herzlich willkommen auf cwave.de, der Community rund um cwave Smart Home. Mit dem Windsensor cWeather kommt nicht nur der erste Windsensor mit cWave Funk auf den Markt, sondern auch das weltweit erste energieautarke cWave Gerät, denn der Windsensor benötigt weder Netzteil noch Batterien. Angetrieben wird dieser durch die Sonnenenergie. Ein kleines Solarpanel an der Seite des Windsensors lädt dabei einen Kondensator. So, dass der Windsensor auch nachts mit Energie versorgt wird. Ein Energiemanagement sorgt dafür, dass sich der Kondensator niemals Tiefen entlädt, so dass der Windsensor im Notfall Wind und Dämmerung an die cWave-Zentrale melden kann. Der cWeather kommt mit 4 Rotorblättern und den Schrauben, um diese zu montieren, sowie Befestigungsmaterial, um den Windsensor am Haus befestigen zu können. Bevor Sie loslegen können, muss der Windsensor erst einmal montiert und für ca. 4 bis 6 Stunden in direktem Sonnenlicht aufgeladen werden. An bewölkten Tagen kann dieser Ladeprozess bis zu 12 Stunden dauern. Um zu prüfen, ob der Windsensor einsatzbereit ist, drücken Sie einmal kurz die Wake-up-Taste an der Unterseite des cWeather. Leuchtet die LED kurz auf, ist der Windsensor einsatzbereit. cWeather ist ein Multisensor und kann verschiedene Werte messen und an die cWave-Zentrale senden. Es werden folgende Werte gemessen. Die Lufttemperatur. Hier ein Tipp, der Sensor sitzt in dem runden, beweglichen, schwarzen Teil. Es ist nicht notwendig, den Windsensor in direkter Sonneneinstrahlung zu montieren, denn so würde sich das Gehäuse nur unnötig aufheizen und die Messwerte verfälschen. Auch an einem schattigen Platz erhält der Windsensor genügend Energie über das Solarpanel. Außerdem wird über das Solarpanel die Helligkeit gemessen. Weiterhin wird die relative Luftfeuchtigkeit gemessen, natürlich die Windgeschwindigkeit, der Luftdruck, der Taupunkt. Außerdem wird der Solarertrag berechnet. Da die Solarzelle auf dem Windsensor sehr klein ist, ist die Messung normiert auf eine Solarzelle von 1 Quadratmeter und der Wert wird in Kilowattstunden ausgegeben. Für die Berechnung der Windausbeute wird jede 8. Umdrehung gezählt und die Gesamtsumme als Pulse Count ausgegeben. Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten, so können Sie den Windsensor per Düble und Schrauben an der Hauswand oder einer anderen beliebigen Stelle befestigen. Eine Verkabelung oder ähnliches ist nicht notwendig, so dass Sie lediglich durch die cWave-Funkreichweite begrenzt sind. Ein Energiemanagement stellt sicher, dass sich cWeather niemals Tiefen entlädt, um so im Notfall genügend Energie zu haben, um Wind und Dämmerung zu melden. Das Energiemanagement variiert dabei auch die Wake-up-Zeit, in welchem der Windsensor aufwacht und Werte an die Zentrale sendet. Der Wake-up-Intervall variiert dabei zwischen 5 Minuten und bis zu 1 oder 2 Stunden. Am Morgen von Wintertagen kann es auch bis zu 5 Stunden sein. Der Taster wird automatisch deaktiviert, sobald die Energie unter 30% fällt. In diesem Beispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie cWeather an den Raspberry bzw. den Pop Gateway anlernen. Dazu einfach oben rechts auf Geräte, danach cWave Gerät auswählen, klicken Sie danach den Button cWave Gerät automatisch erkennen. Nun muss auch der Windsensor in den Include-Modus versetzt werden. Dazu drücken Sie einfach dreimal innerhalb von 1,5 Sekunden den Taster an der Unterseite des Windsensors. Die Zentrale sollte nun ein neues Gerät erkannt haben. Mit der Smart Home UI sehen Sie nun alle Sensorwerte jeweils als ein eigenständiges Element. Meter Electric zeigt dabei den indizierten Wert des Sonnenertrages. Der zweite Meter Electric Wert ist der Pulse Count, welcher jede 8. Umdrehung des Windsensors zählt. Außerdem finden Sie hier noch die Lufttemperatur, Helligkeit, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, den Luftdruck und den Taupunkt. Die gleichen Sensorwerte finden wir auch in Expert UI. Hier können wir aber noch in der Device Configuration Assoziationen erstellen. Dafür stehen 4 Assoziationsgruppen zur Verfügung. Die erste Gruppe ist die Lifeline, welche nach dem Wake-up des Windsensors alle Werte an die Zentrale übermittelt. Die zweite Gruppe könnte Geräte bei zu hoher Windgeschwindigkeit steuern. Standardwert ist hier 6 Meter pro Sekunde. Die dritte Gruppe meldet, sobald die Morgendämmerung vorbei ist. Die vierte Gruppe ist genau umgekehrt. Sie meldet den Einbruch der Dunkelheit.
So lassen sich nun über Assoziationen oder auch über Szenen, Jalousien und Rollos bei Helligkeit oder zu hoher Temperatur schließen und bei aufkommendem Wind automatisch öffnen. Oder schalten Sie die Außenbeleuchtung über den Helligkeitswert per Szene abends ein und am Morgen automatisch wieder aus. In Verbindung mit dem Fakro-Fensteröffner können natürlich auch Fenster bei böigem Wind geschlossen werden. Das war unser Video zum weltweit ersten energieautarken Z-Wave-Gerät. Wir laden Sie hiermit herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren, um auch das nächste Video von zwave.de nicht zu verpassen.